Ihr habt bestimmt schon davon gehört, dass wenn Menschen zu viel Alkohol trinken, sie am nächsten Tag Kopfschmerzen bekommen. Hier im Becherglas haben wir Alkohol und eine Kupferspirale. Wie Sie sehen, passiert hier eine Reaktion. Der schwarze Kupfer wird wieder kupferfarben. Die Lösung riecht nun stechend. Es ist ein neuer Stoff entstanden, Ethanal. Im Körper wird der Alkohol auch abgebaut und es kann ebenfalls Ethanal entstehen. Ethanal verursacht die schlimmen Kopfschmerzen. Ich habe euch ein Experiment gezeigt, welches auch im menschlichen Körper stattfindet.